schön, dass ihr heute Zeit für uns gefunden habt. Hallo, sagen wir hallo, Behmann Meier, C. Steinschneider. Ich bin der Vulkan der Romantik, die Stimme der Vernunft. Dankeschön. Ich sehe gerade, ihr seid. Zusammen sind wir die Wohnraumwelt. Ja. Aber das wird man wahrscheinlich unten im Einblender sehen. Ganz groß aufgezogen. Genau. Ihr seid sogar zu viel heute auf dem Kreuz. Hm. Das B-Männchen, das Stimmchen der. Das Vulkänchen der Romantik und das C-Pünktchen, das Stimmchen der Vernunft. Das ist faszinierend. Ja, also, die sehen also echt. Also die sehen uns echt ähnlich. Das sind, ja, es ist auch echt beängstigend manchmal. Ersten Klonversuche, weil wir jetzt in fortgeschrittenen Alter keinen Bock mehr haben, auf Tour zu gehen. Und deswegen züchten wir die langsam ran, dass sie in 5-6 Jahren unseren Posten übernehmen können, damit wir zu Hause sitzen können und das Geld scheffeln. Die sind auch ständiger Begleiter von euch, die haben immer dabei. Die nerven ein bisschen, aber. Nein, im Ernst, das sind natürlich unsere Handpuppen zum neuen Album. Rock'n'Roll Puppentheater von Wohnraumhelden. Das dritte Studioalbum weltbekanntermaßen. Wann erscheint das? Das ist schon entschieden. Das ist erschienen. Wann war denn das? Das war am 8. Mai. Ach stimmt, genau, am 8. Mai. Da haben wir ein Veröffentlichungskonzert in einem Flugzeug gespielt. Und da waren C-Pünktchen und B-Männchen auch dabei. Einem fliegenden Flugzeug? In einem fliegenden Flugzeug. In so einer alten, über den Wolken. Alten Dornier. Servant, glaube ich, heißt die, von 1973. Noch zwei fliegende Exemplare gibt es. Vorne zwei Piloten, dann die beiden Wohnraumhelden und dann sechs Journalisten. Und dann sind wir viermal mit dem Ding über Hamburg geflogen, von Heist aus. Daher kommt auch der Titel Heist, 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 weil Heist ist nämlich ein Flugplatz, wo wir auch unsere Platte dann vorgestellt haben. Ja, das ist passend. Jetzt bin ich ganz aus dem Konzept gekommen, kann man wieder von vorne an eigentlich. Das wird dir noch einige Male passieren, schätze ich mal. Schneiden Sie so alles nach. Wann wurde die eigentlich gegründet? Wir wurden gegründet. Das ist ein schöner Satz. Das ist ein schöner Satz. Wir wurden gegründet. Ich habe C. Steinschneider, die Stimme der Vernunft, damals von 9 Jahren gecastet. Damals war er noch Gitarrist von Fury in the Slaughterhouse. Da habe ich gesagt, Junge, du musst mal was Vernünftiges machen. Wie immer diesen Rock. Mach mal was Lustiges. Und so kam das dann, dass wir mit den Wohnraumhelden in meinem Wohnzimmer. Soll ich eigentlich dahin gucken oder dahin? Wo ist dir lieber? In die Kamera zur Welt oder zu dir? Ist ja fast selber. Du bist die Welt. Also in meinem Wohnzimmer haben wir unsere ersten Lieder komponiert und aufgenommen. Deswegen erklärte sich dann auch das ganze Projekt als die Wohnraumhelden. Weil wir sehr, sehr heldenhaft. Und das wirken. War, glaube ich, so die erste Platte 2003 oder 2004? Nee, 2003. 2003? 2003. Und euer Bandname, wie ist es da? Weil wir im Wohnzimmer oder im Wohnraum, weil wie man damit angefangen haben und dann weiß ich auch nicht, das war ja vorher, war ja gar nicht so geplant, dass das eine Band wird oder so. Aber da waren wir halt die Wohnraumhelden, weil wir super Musik gemacht haben mit Kinderschlagzeug und im Wohnzimmer. Die Göttin der Musik hat uns sozusagen gegründet. Genau. Muss man, also von daher war dein Versprecher gar nicht falsch. Sie hat uns auf den Weg geschickt, der Welt ein Lächeln zu schenken und in Zeiten der Depression eine Fahne der Leidenschaft in den Wind zu hängen. So. Wir müssen übrigens das hier Produktplacement. Wir werden nicht gesponsert von Drum. Schön die Schleichwirkung platzieren. Auf der Bühne habt ihr ab und zu auch direkt ins Wohnzimmer mitgebracht. Ihr habt ja jetzt auch eine Tapete aufgebaut. Und sieht es bei euch zu Hause auch so aus? Oder was habt ihr für einen eigenen Stil zu Hause bei euch in eurem? Tatsächlich habe ich so einen ähnlichen Stil. Ja. Mein Schlafzimmer ist ausgeschlagen mit einer Mustertapete, die ich selbst tapeziert habe. Und zwar auf Naht. Weiß nicht, ob du weißt, was das heißt, auf Naht. Mustertapete. Sehr schwierig. Naja, bei mir ist es auf jeden Fall bunt auch. Das ist gut. Euer Bühnenbild an sich ist ja sehr bunt. Die Sirene hat hier noch einen tieferen Sinn, die wir gerade schon bei euch das, im Aufbau gesehen haben. Was meinst du, die Sprechtüte oder das die bunte Sirene Licht? An dem Schlagzeug. Das ist unsere Lightshow. Okay. Wir haben. Du meinst das Megafon, ne? Dieses Rundumleuchten. Ja, okay, ja. Genau. Die wird immer dann gezündet, wenn quasi wir das Publikum zum orgiastischen Punkt führen wollen. Man muss ja heutzutage den Leuten auch was bieten. Ne? Genau. Die sind alles bunt gewöhnt, von YouTube sehen die größten Konzerte der Welt die ganze Zeit. Und da muss man halt auch als Wohnraumhelden, kann man da nicht hinterm Berg halten, auch mit Lightshow und ähnlichem. Choreografie ist ganz wichtig.
Die holt ab und zu auch noch mehr als das Licht auf die Bühne, zum Beispiel eine alte Piaggio APE. Mhm. Wie ist es dazu gekommen? Das ist so ein Stage-Truck, fast eine kleine Ausgabe. Ja, das ist ein bisschen längere Geschichte. Also Krösus, unser Chef der Mission, der immer mit uns mit ist, der die Technik macht, der hat irgendwann eine Ape gekriegt und die wurde bemalt von unserem Meester, weil wir haben einen Meester, die Wohnraumhelden, das ist Andora, ein Pop-Art-Künstler, der jetzt in Berlin wohnt. Und der kann zwar nicht singen, aber das ist unser Meester und der hat die Ape bemalt. Und dann kam die Idee auf, dann müssen wir mit der Ape mal mehr machen. Und daraus ist dann halt so die Art Rock'n'Roll-Bringdienst jetzt geworden. Da fahren wir auf den Festivals mit der Kiste rum und das ist unsere Bühne. Wir haben vorne noch so einen Laufsteg, den man ausklappen kann. Wir haben eine Anlage dabei für 200 Leute. Und die Lightshow. Sehr und die Lightshow natürlich, die ist immer dabei. Fahrt ihr damit direkt zum Konzert auch hin? Also die schon ein paar Kilometer runter? Also ja, wir fahren damit hin. Aber wir fahren sie nicht selbst, sondern sie steht im Hänger. Ja. Weil es ist ja auch ein altes Gefährt, das muss auch ein bisschen umsorgt werden. Obwohl sie auf die Autobahn durfte, sie hat, ist ein Diesel 10 kW und fährt 64 Stundenkilometer. 65. 65, ja. Wir haben es gerade draußen schon gesehen bei den Außenaufnahmen. Ihr seid heute angereist mit einem umgebauten alten Polizeiauto, oder ein schöner Bulli und damit zieht ihr dann die Ape? Ja, genau. Okay. Wie seid ihr denn zu dem Polizeiauto gekommen? Ja, das ist so. Also wir haben ja noch unsere Puppenspielerin, unsere Betreuerin, Zivildienstleistende Janice dabei. Und Janice hatte dieses Auto aufgetrieben. Und das war dann auch da, hat uns die Göttin wieder zusammengeführt, weil das passte dann zusammen, weil das ist dann halt auch die Wagenburg, die wir dann auf den Festivals immer aufbauen, Pussy Wagon und die Ape. Und Backstage. Und Backstage ist es dann auch und so. Und vor allen Dingen kommen wir mit dem Polizeiwagen tatsächlich überall immer durch, ohne dass wir auch nur ansatzweise mal nach Pässen gefragt werden. Wir denken immer sofort, wir sind die Bullen. Da flüchten die Leute. Ja. Nö, wir werden also die Menge teilt sich, sobald wir kommen. Es gehen die Ordner sofort, die Türen auf, zack. Das ist auch nicht schlecht. Ja, ich habe es aber schon öfter erlebt, dass wir so gerade bei so Jugendlichen bei uns im Stadtteil in Linden, Hannover/Linden, so, die alle so verdammt cool sind, wenn du mit dem Ding um die Ecke kommst, siehst du, wie so ein Stock in den Rücken bei denen geht und dann sehen sie uns da drin sitzen und dann siehst du diese Entspannung, die durch den Körper geht. Das ist schon ein schöner Anblick. Ja, in Linden seid ihr auch noch beide zu Hause eigentlich? Nicht mehr ja, ganz. Fast am Speckgürtel von Linden. Ja. Ist das eine Stadt in der Nähe von Hannover oder ein Vorort von Hannover? Nee, wir sind in verschiedenen Stadtteilen. C-Punkt, wohnen in der Kahlenberger Neustadt. Und ich habe mich jetzt genau auf die andere Seite nach Limmer verzogen, dass wir quasi Linden in die Klammer genommen haben. Also Linden ist eigentlich eine eigene Stadt gewesen und wurde dann von Hannover okkupiert, 1920. Ja. Da gab es noch brennende Barrikaden, aber es hat nichts genutzt. Und deswegen kommen wir aus Hannover/Linden. Aber Linden ist so ein bisschen ländlicher, ein bisschen lockerer. Ist nicht so Großstadt, ist noch... Ländlicher? Nee, das ist schon ziemlich Großstadt. Ja, so. Aber es ist halt gute Mischung. Wir haben ganz viele Besoffene auf der Straße. Genau, wir haben ganz viele völlig durchgeschossene. Viele verschiedene Nationen, viel verschiedenes Essen, viele verschiedene Leute. Also es ist eigentlich so der best einzige Stadtteil in Hannover, der geht. Das hat euch für eure Lieder auch inspiriert, bestimmt, diese Mischung aus der Kultur und der Großstadt? Ach nee, das kann man so kann nicht sagen. Naja gut, wenn einen das Leben so inspiriert, dann ja. Ja, also die Texte von uns schreibt auf jeden Fall das Leben. Ja. Aber wir sind ja nun viel unterwegs, wir sind eigentlich ganz wenig zu Hause. Und von daraus inspiriert uns mehr die Welt, im Großen und Ganzen. Wie viele Auftritte habt ihr denn so im Jahr? So um die 100? 80, 100, so. Je nachdem, ob wir mit Torfrock noch unterwegs sind im Sommer, im Winter oder nicht. Die kommen schon viel rum, so, ne? Und da muss man natürlich auch die Ohren und Augen offen halten für alle lustigen kleinen Gegebenheiten des Lebens, um daraus Texte zu machen. Torfrock, du hast es gerade angesprochen, mit der wart ihr letztes Jahr auf Tour? Letztes Jahr und vorletztes Jahr. Die haben uns mal auf einem Festival kennengelernt und haben uns dann ganz viel Geld angeboten und gefragt, ob wir Vorband machen wollen. Und wir haben dann gesagt, ja, gern. Und das sind total angenehme Kollegen, also es macht Spaß. Das sind lustige alte Herren. Ja. Wie bezeichnet ihr eure eigene Musikrichtung eigentlich? Liederrocking? Liederrocking, würde ich sagen. Wir sind ja eine Rockband. Ja. Wir haben auch ein Evil-Zeichen entwickelt. Das ist W für wirklich Evil. Und von daher, wir sind sehr rockig. Also wir haben befreundete Band, Monsters of Liedermaching kennt ihr vielleicht. Die sind ja nun sehr akustisch. Die haben dann auch mal so ein Glockenspiel dabei, aber ansonsten ist die ganze Geschichte eher so auf Gitarre reduziert und Gesang. Und wir haben ja schon ein richtiges Schlagzeug. Also eigentlich die Kinderschlagzeug. Die Bassdrum alleine, die wir dabei haben, verstößt eigentlich gegen das Genfer Abkommen der Liedermacher.
Und wir haben noch so, also wir haben noch so einige Geheimwaffen, die es auf dem öffentlichen Markt gar nicht gibt mehr. Also unsere 1-Euro-Kraft am Schlagzeug, Konrad. Ja. Der ist halt schon mal super. Dann haben wir am Bass noch Basti dabei. Und so. Und wir sind trotzdem nur zu zweit. Und jetzt wirst du fragen, wie geht das? Eigentlich wollte ich jetzt fragen, wie man als Leader-Rocking-Band auf Konzerten ankommt. Also bei Konzertveranstaltungen zumindest. Ob man dann auch genauso ernst genommen wird wie eine andere Band. Man kann ja vielleicht schnell sagen, ob das sind jetzt Leader-Rocker, die sind jetzt irgendwie vielleicht nicht so Anführungszeichen seriös. Das Schöne ist, dass du genau deswegen alles machen kannst, wo andere Bands sich vor Schiss in die Hose machen, weil da 10.000 Leute vor der Bühne stehen, können wir einfach sagen, ach, weißt du... Tut mir leid, wir sind bekifft. Ja. Und du darfst einfach alles. Das ist ganz herrlich. Auf Festivals, da ist ja oft auch schmutzig und ihr setzt euch auch für Umweltschutz ein, habe ich glaube ich auf der Homepage gehört. Wie äußert unbedingt. Naja, zum Beispiel dadurch, dass wir die Ape als Bühne benutzen. Ne? Wir haben, wenn wir mit der Ape unter, also auf Festivals rumfahren, wir spielen dann ja auf 2 Tage, 3 Tage auf Festivals und fahren dann mit der Ape da rum. Und haben ein kleines Notstromaggregat dabei und wir kommen mit 1 Kilowatt Notstromaggregat aus. Also das ist ungefähr so groß. Ich habe letzten Sommer so ein Foto gemacht, wo du die Aggregate vom Serengeti-Festival siehst, die ungefähr 2 Einfamilienhäuser nebeneinander stehen. Und davor ist dann unser kleines Netzteil, was wir brauchen. Zugegebenermaßen würde die Ape jetzt nicht für die Beschallung von 10.000 Leuten reichen. Nee, das stimmt. Aber wir haben schon auf immerhin 1.000 Leute gebracht. Hier in Münster, beim Münsterhafenfest. Da war es echt voll. Waren geschätzte 1000 Leute da. Unfassbar. Und zwar gleichzeitig. Und also, wenn wir haben jetzt, ich habe jetzt Kontakt zu Leuten, die machen Anlagen, die auf 12 Volt laufen, sodass du im Prinzip das mit Batterien betreiben kannst. Und dann mit Solarstrom die ganze Sache machen kannst. Ihr seid sowieso. Küli hat mir das übrigens gesagt. Küli arbeitet für so eine Solarfirma und der überlegt sich ein Konzept für uns. Ja, siehst du? Solar. Also nächstes Jahr die Wohnraumhelden auch mit Solar. Ihr hattet auch, glaube ich, einen ziemlich großen Durchbruch mit eurem Lied für die Raucher. Naja, Durchbruch ist gut, aber ja, wir haben den Song Wir sind der Rauch und ich habe gestern gerade festgestellt, dass das Logo, was wir dafür entwickelt haben, uns so eine Internetseite, so ein Händler geklaut hat, die heißen, glaube ich, Wir sind Rauch oder so. Und verkaufen Unterhosen, T-Shirts, Taschen, alles mit unserem Logo. Ja, was wir vor 3 Jahren, als halt dieses Nichtraucherschutzgesetz kam, irgendwie da haben wir halt Montagsdemos bei uns gemacht. Wir sind der Rauch, das war das Motto. Und haben dann eben auch ein Lied dazu gemacht, was wir heute eventuell auch spielen. Genau, aber daran sieht man mal, die Wohnraumhelden sind auch Open Source. Also wir stellen ein Logo zur Verfügung, was dann frei zum Verkauf auch herunterladbar ist. Ja. Unterscheidet euch natürlich nochmal zu anderen Bands. Ja. Wir machen das nicht, um reich zu werden, das sind wir schon. Aber wir wollen eine Botschaft senden, eine Botschaft, die die Welt ein wenig lustiger macht. Gerade heute ist es wichtiger denn je. Der sicherste Weg zum Glück ist der Mangel an Bedürfnissen. Ja, unbedingt. Was ist denn eure Botschaft? Sagt er ja gerade. Wir sind im Namen der Göttin der Musik unterwegs, wir glauben an eine bessere Welt, wir kämpfen für eine bessere Welt. Das hört man auch ziemlich häufig bei euch auf Konzerten, Lieder zwischen den Liedern. Ja, immer wenn euch nichts anderes einfällt, dann wird das gesagt. Eure Markenzeichen ist das die tiefe Stimme einmal und das Kinderschlagzeug? Ja, ich weiß nicht, ich glaube, das sind wir so als Persönlichkeiten. Also Christoph ist halt so, wie gesagt, also die Stimme der Vernunft. Bessere Umschreibung passt zu diesem Menschen nicht und ich bin der Vulkan der Romantik auch. Das ist sehr auf den Punkt gebracht. Und ich glaube, dass bei uns nicht nur die Musik im Vordergrund steht, sondern eben auch gerade das, was drumherum passiert. Und vor allen Dingen auch die Patzer. Und davon gibt es einige. Ja, die haben wir aber irgendwie so ein bisschen etabliert. Weil normalerweise musst du als Band ganz viel üben, damit du keine Patzer machst. Wir haben uns dazu entschieden, gar nicht zu üben, damit wir ganz viele Patzer machen. Und diese Patzer müssen wir aber so charmant verpacken, dass die Leute denken, oh, das ist ja wahnsinnig schwer, sowas zu choreografieren. Ja, die wissen gar nicht, wie lange wir geübt haben, um die Patzer anständig einzubauen. Oder eben auch nicht geübt. Das ist dann euer eigener Stil sozusagen, auch, der das ja, aber ausmacht. Was halt auch, glaube ich, ausmacht, dass wir halt auch Spaß dran haben, wenn wir mit den Leuten zusammen Spaß haben. Also wenn so wir haben jetzt für die letzte Woche für unsere WG gespielt, also unser Fanclub, die ist es unsere WG. Und das ist halt großer Spaß, wenn dann die Leute alle die Texte mitsingen und du irgendwie, ne? Dir passiert Scheiße und alle lachen, irgendwem im Publikum passiert Scheiße und alle lachen und das ist doch, ja, dann wirkt die Göttin. Also so aufgeregt
aufgeregt seid ihr kaum noch vor Konzerten. Das stimmt nicht. Wiederum letzte Woche haben wir nämlich einen Job gehabt, weil wir sind jung und brauchen das Geld. Da haben wir in Bremen in Halle 7 auf dem Freimarkt vor Micky Krause gespielt. Ja. Das war ein Dienst der Göttin, eine Prüfung, die die Göttin uns auferlegt hat. Wir haben sie mit Bravour gemeistert, aber wir sind auch zu dem Entschluss gekommen, dass es definitiv Menschen gibt, die unsere Musik nicht verstehen. Und diese Menschen, die unsere Musik nicht verstehen, haben meistens einen Intelligenzquotienten, der gerade über der Schuhgröße liegt. Na, Körpertemperatur. Oder Körpertemperatur wahlweise. Nee, das war schon ein bisschen bitter. Aber und da ist man natürlich auch ein bisschen nervös. Aber das Schöne ist, selbst das dürfen wir. Wir dürfen sogar nervös sein. Das ist das Geile. Wir dürfen eigentlich alles. Weil immerhin, wir sind ja die Wohnraumhelden. Und immerhin haben wir bei dem Gig festgestellt, weil da haben wir mit Ape gespielt auf der großen Bühne. Da wurde die Ape dann mit einem Gabelstapler auf die große Bühne gehoben. Gibt es auch noch wunderbare Videoaufnahmen von Krösus, dem der Schweiß auf der Stirn steht. Und das wissen wir jetzt auf jeden Fall, das geht auch für nächstes Jahr. Das war eine ganz andere Zielgruppe, als ihr aber sonst habt. Das ist keine Zielgruppe, das ist irgendwie, ich weiß auch nicht, man muss es halt mal mitgenommen. Also aus Sicht eines Scharfschützen wäre es eine Zielgruppe. Aber ja, genau. Wir sind im Namen der Göttin der Musik unterwegs, wir sind gegen Gewalt. Mhm. Wir sind gegen Gewalt. Genau. Ja, genau. Wobei, da würde ich eine Ausnahme machen. Nein. Wie passt eure Zukunftsplanung? Also wie lange macht ihr das noch? Solange dieser Spaß macht erstmal wahrscheinlich? Das ist das Stichwort. Ja. Ich glaube, letzten Endes kannst du das nur machen, wenn du selbst eben auch eine Menge Spaß hast. Weil so viel Erfolg haben wir halt nicht, dass wir jetzt ein dickes Konto hätten oder so. Und das doch, das müssen, ja, doch, die klar. Leute müssen das denken. Dass wir, ja, okay. Das schneidet das bloß raus. Wir sind saumäßig erfolgreich. Nee, das ist das Schöne. Wir sind so eine schöne Underground-Guerilla-Band. Wir können überall mal kurz auftauchen, die Leute zum Lachen bringen und dann wieder weg. Und dann denken sie alle, was war das denn? So, ne? Und das funktioniert aber auch eigentlich wirklich nur, wenn es wirklich auch von Herzen kommt. Du kannst sowas nicht auf Abruf machen, beziehungsweise du kannst es auch nicht abspulen. Dann ist es einfach nicht mehr witzig. Sobald das nur noch routiniert rüberkommt, ist der Spaß halt weg. Und dann ist es völlig absurd. Das ist auch ein Grund für euch gewesen, wahrscheinlich eher kleinere Independent-Labels für eure Alben zu nehmen als... Nö, nee, der Grund ist, dass wir einfach nur dieses eine kleine Entertainment überzeugen konnten, dass wir super sind. Nee, das ist. Ich meine, für die Musik, die wir machen, irgendwie musst du auch erstmal ein Format finden. Ne? Ich meine, das Radio für das Format ist noch nicht erfunden und Labels auch nicht und dafür sind wir einfach auch nicht mainstreamig genug. Und wo haben wir das kleine Lalaland? Hier, film das mal bitte. So haben wir das kleine Lalaland und das ist alles super und wir sind selber unser Chef und können machen, was wir wollen. Und ich meine, jetzt sowas wie mit euch irgendwie, wenn wir jetzt bei AWEA wären, dann gibt es jetzt schon mal echt ein Problem, wie wir das rechtlich alles gelöst kriegen und so. Und so ist das so. Ja? Genau. Und wir mögen es lässig und entspannt. Und je größer es wird, so stressiger wird es. Und ich sage nochmal, dass der wahre Weg zum Glück führt über den Mangel der Bedürfnisse. Das ist ein ganz großer Satz, einer der wahrsten Sätze dieser Welt. Immer wenn du zu viel willst, bestraft dich das Leben, denke ich. Und wenn du genau das nimmst, was kommt, ist alles gut. Ja. Merk dir das für dein Leben. Du bist noch jung, stehst noch an der Pforte. Du hast deine Zukunft noch vor dir. Wir haben das Schlimmste ja glücklicherweise schon hinter uns. Der Zweite Weltkrieg war echt hart. Wir haben Micky Krause überlebt. Uns kann nichts mehr passieren. Also von den Fragen bin ich jetzt eigentlich erstmal am Ende. Nur eins würde ich vielleicht gerne noch machen, dass ihr euren Namen nochmal sagt. Glaube ich, am Anfang ist es zu kurz rübergekommen, also ihr euch vorstellen. Ich bin Behmann Meyer, der Vulkan der Romantik. Das ist C. Steinschneider, die schon mit der Vernunft. Zusammen sind wir die Wohnraumhelden. Aus Hannover / Linden. Wir sind im Namen der Göttin der Musik unterwegs. Wir glauben an eine bessere Welt. Wir kämpfen für eine bessere Welt. So. Das war ja wohl hoffentlich verständlich jetzt.